Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Zuallererst möchte ich mich mal entschuldigen dafür, dass es jetzt, glaube ich, 3 Tage keine Parts gab, also von mir, oder zumindest 2. Das lag daran, dass, wir sind im Herbst. Wir sind im Herbst und weiter. Ja, meine Eltern betreiben eine kleine Heidelbeerplantage und jetzt war der Herbstschnitt fällig. Und da haben wir halt den ganzen Tag dran herumgeschuftet, sogar eigentlich 2, wenn man es genau nimmt. Und obendrein haben wir noch einen Asphalt bekommen. Jetzt denkt sie, ja gut, lol, wenn man den Hof asphaltiert, was ist da viel Arbeit, man selbst kann ja nichts dabei machen, da habt ihr schon recht. Aber da wir ja, also da ich noch aus alter Zeit stamme, ist es bei uns üblich, dass wir die Arbeiter, die bei uns sind, auch verköstigen. Mit Getränken, mit Essen und so weiter. Und ja, und um insgesamt 7 Männer zu bedienen, zu verpflegen, zu versorgen, da braucht es halt mehr als 2 Hände und da hab ich halt auch mitgeholfen. Jawohl. Darum gab es jetzt eine Zeit lang keine Bads, aber das ändert sich ab heute. Denn jetzt wird gespielt, gezockt, gebaut, wie auch immer. Wir sind nämlich wieder in der Vault 88. Wir haben den Auftrag erfüllt, den uns die Aufseherin gegeben hat. Unsere schöne Vault. Mal der Anfang vom Ende. Was? Na, es wird schon noch schön werden, hoffe ich. Da. Ich mach das schon. Versprochen. Es ist seltsam, wenn Leute hier sind. Radeln fahren da drüben, du sollst vielleicht machen? Nicht? Okay. Servus, Frau Aufseherin. Ich habe diese chemischen Formeln für dich. Wunderbar. Jetzt können wir eine weitere gesellschaftliche Unart ausmerzen. Die Trinkpause. Ob an der Kaffeekanne, am Wasserspender oder am Getränkeautomaten. Dieses Problem ist eine Bedrohung. Vault-Tec-Wissenschaftler haben zahllose Experimente durchgeführt, um diesen Hort der Ineffizienz zu beseitigen. Aber Menschen haben ein irrationales Bedürfnis nach sozialer Interaktion. Wenn sie also schon ihre Zeit vertun, dann wenigstens für das Gemeinwohl. Dank der Chemie. Was? Sind Chemikalien nicht schädlich? Ach, ja, eben. Du machst dir einfach zu viele Sorgen. Alles, was du isst und trinkst, besteht aus Chemikalien. Wusstest du das nicht? Oh ja. Das ist sehr interessant, Frau Aufseherin. Das sind einfach spezielle Chemikalien. Was tun wir hier? Für mich ist das jetzt gerade ganz besonders krass, sage ich mal. Ich bin ja mehr die Bio-Dussi. Ja, ich oute mich jetzt Vollgas. Ich stehe auf das ganze Biozeugs. Na gut, alles muss ich nicht haben, aber was mir halt schmeckt. Denn es erinnert mich einfach an meine Kindheit. Ich habe es, glaube ich, eh schon 20.000 Mal erzählt. Also, ich... Boy. Naja, welche Art von Chemikalien? Legen wir los. Vertrau uns, Clem. Wird bestimmt lustig. Na, ich hack da jetzt mal nach. Von was für einer Art von Chemikalien sprechen wir hier? Naja, das liegt bei dir. Aber was ich so gehört habe, haben sich die Entwickler da wirklich selbst übertroffen. Oh mein Gott, das ist echt nicht gut. Vertrau uns, Clem. Du kannst uns vertrauen, Clem. Clems Vertrauen zu erhalten ist nicht Ziel dieser Experimente, sondern unser aller Wohlergehen. Also bau den Getränkeautomaten und servier unseren Bewohnern dann Erfrischungen. Ach, und Clem, wenn du bei der Arbeit Durst bekommst, genehmige dir ruhig auch ein erfrischendes Getränk. Oh, wow, danke. Ich fühle mich gerade echt schlecht. Der Getränkeautomat besitzt beträchtliches Potenzial. Ich fühle mich da gerade echt nicht wohl bei der Sache. Ich fühle mich da gerade echt nicht wohl bei der Sache.
Muss ich echt sagen, das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Da war das drin, ne? Strukturen. Hier, ich wollte nur noch einen Boden hier hin klatschen. Einen Boden. B-U-T-N. Da. Einen Boden. So. Und dann in Gottes Namen stellen wir halt hier den Getränkeautomat auf. Was ist denn das? Betten. Vier Betten? Warum habe ich nur vier? Sollten vier? Wir sind fünf? Da ist Nachwuchs? Was? Haben die sich jetzt vermehrt oder was? Wo kommt jetzt der eine Siedler her? Fünf? Rechnen die mich mit ein? Oder Edda? Na, du bist neu. Sehr was. Dich teile ich gleich ein. Zu was? Zum Schutz. Oder Essen. Wir könnten ihn auch zu Essen einteilen. Teilen wir ihn beim Essen ein. Wir werden wohl hoffentlich jetzt dann bald mal. Ich gehe einfach mal hier durch. So. Oh, die Wand habe ich auch nicht schön gebaut. So, einfach hier helfen. Passt. Entschuldigung, das schaut nicht schön aus. Nur derweil geht hier darauf. Nur für einen Moment, dass du nicht im Weg bist. So. Was wollte ich sagen? Wir brauchen ein Bett. Ich stelle das mal hier hin, ein Bettchen, würde ich sagen. Oder ich stelle es zu den anderen dazu, dann passt das schon. Schön gemeinsames Schnarchen. Das fördert übrigens auch das Sozialleben. Ja, gemeinsames Schnarchen. Das kanntet ihr gar nicht? Doch, doch, ich schwöre. Das sind ganz neue offizielle Studien, die besagen, dass das was ganz was Tolles ist. Nur wohin mit dem Bett jetzt? Daher? Da so? So? So, derweil. Es schaut nicht schön aus, aber zwecksmäßig. So, Getränkeautomat. Ist das jetzt auch bei Spezial? Na freilich. Es ist halt echt unglaublich, oder? Das schaut das besser aus, wenn es hier nebenan steht oder lieber extra? Extra der Wahl mal, oder? Nur mal so. Nein. Hast du Strom? Der benötigt Strom. Das ist wieder mal typisch. Wo kriege ich da jetzt Strom her? Dieser eine... Was bist du eigentlich? Eine Wand. Aha. So. Da ist irgendwie nichts Strom, ne? Das ist aber schlecht, wenn hier nichts Strom ist. Glem. Könntest du mich bitte mal mit Strom betreiben? Na. Der Reaktor ist, es ist doof, ne? Man hat hier eigentlich 150 Energie eigentlich, ne? Aber man kann damit irgendwie nichts anfangen. Ich will mal was probieren. Warte mal, Edda. Ich wollte jetzt mal was. Und zwar Stromkabel verlegen. So. Ich weiß, es eitert schon wieder in eine Baufolge aus, aber ja, was soll man machen, ne? Würde das gehen? Von hier aus? Theoretisch ja. Wenn ich hier schön die Wand entlang das mache, hier raus, mal schauen, ob das klappt. So, ich probiere jetzt mal einfach mal was. Haben wir hier auch etwas? Na, speziell für die Vault habe ich eigentlich suchen wollen. Ich glaube nicht, dass sowas geben tut, oder? Bla, bla. Aha. Wenn er beschossen wird, aha, ja. Stromleitung kann an Voltstrukturen angebracht werden, um über Strom zu. Ah! Ich glaube, ich habe schon gefunden was. Warte mal. Diese Stromleitung kann an Voltstrukturen angebracht werden, um über diese Strom zu übertragen. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal ganz kurz. Kann ich das hier so anbringen? Oh, das ist nicht das, was ich eigentlich... was bist du? Stromleitung. Okay.
Das ist die Wohlstromleitung, ne? Das heißt, ihr kriegt das gar nicht bis hierher? Och, Menno. Ich dachte, jetzt könnte ich dem System hier ein Schnäppchen schlagen. Ehrlich, das klappt so nicht. Ganz ehrlich, jetzt bin ich schon fast enttäuscht. Ich habe jetzt echt gedacht, ich kann das hier so zack und der nimmt das jetzt so gut. Stromhammer, das nehmen wir von da jetzt weiter. Okay, das ist ja kacke. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Ich habe echt gedacht, das klappt. An die Decke kann man auch nichts anmachen, ne? Dich vielleicht? Tatsächlich, wohl, das wird gehen. Das wird schon gehen. Warte, ich tue es nochmal weg. Ja. Okay, das klappt schon. Schaut nur komisch aus, geht aber. Dann muss ich das wohl übel so machen, ne? Oder, warte, kann ich dieses Drum hier irgendwie anbringen? Dass das hier zählen würde? Na, ne, hoffnungslos. Nö. Da war gerade was. Aha. Aha. Warte kurz. Geht das nochmal? Hier. Stopp, warte kurz. Warte mal. So. So, schön ins Eck. So. Und jetzt, dachte ich, sollte das eigentlich so irgendwie hinhauen. Ich habe mir das halt so vorgestellt. Warte mal. Vielleicht doch noch so? Ja, ich weiß, das dauert wieder 20 Jahre. Und jetzt, du hast da wirklich nicht Bock, da das... Nein? Dann bleibst halt da. Dann tauschen wir den Herd halt um. Bitte. Wir sind ja flexibel. Sind jetzt so, dass wir nicht flexibel werden. Puh. So. Na komm. Na, würdest du? Ei, caramba, so läuft das. Das ist ja supi. Na, spitze. Nichtsdestotrotz hätte ich gerne... wo bist du? Du da. Oder zumindest du. Einen Wagen. So, vielleicht. Ich hoffe, ich kann da die Pfannen draufstellen. Ja. Na, komm. Wo ist sie denn? Ja, so circa in etwa. Na, passt. Stimmt, jetzt muss ich da was einstellen, ne? Ich soll die Powerrüstung wieder ausziehen, eigentlich. Nanu? Und jetzt? Hä? Wenn man einfach die Beine eine Stunde lang bewegt, macht das Powerrad echt Spaß. Ja. Und jetzt? Was fehlt denn jetzt schon wieder, Herrschaftszeiten? Es hat Strom, das alles läuft. Das ist verwirrend. Warte mal. Vielleicht ist hier noch was. Nö. Was könnte denn jetzt noch fehlen? Er zeigt mir zwar an, ich muss noch im Baumenü sein, aber der Getränkeautomat besitzt beträchtliches Potenzial. Vielleicht soll ich echt die Powerrüstung ausziehen? Na, nicht schießen. Ausziehen. So. Der Geruch. Achso, ich bin überladen. Das auch noch. Warte kurz. Haben wir gleich. Das Problem haben wir gleich. Du stinkst, hast du gehört? Wasch dich mal. Manche Leute beschweren sich, aber nicht ich. Ich bin froh, hier zu sein. Das ist aber sehr schön. Ich muss mal was reinschmeißen. Den gesamten Schrott. Mal weg damit. Du kommst rein. Nein, du nicht. Du aber... Und natürlich die gute Edda. Hey! Ja. Gib mir alles her. Werfen Sie einen Blick darauf. Alles nehmen. Okay. Sie sollten etwas von dem. Gleich. Machen wir gleich, meine Gute. Keine Panik. So, also weg. Das sollte ich eigentlich gleich verwerten, ne?
Es ist echt schade, dass man es nicht so sofort verwerten kann. Dass man das wegschmeißen muss und dann erst verwerten darf. Ja, ich hau das mal rein. Wir haben mit dem Kerl hier. Das kommt weg und das und dieses und jenes. Jo. Warte mal, ich glaube, jetzt wird das Falsche weggelegt, ne? Schlau wie ich bin. Ich bin so ein Schlaufuchs, lalala. Ja, merkst du jetzt an, ich selbst keine Rüstungen mehr mitnehmen. Die braucht man nämlich nicht. Die können wir auch nicht gescheit verwerten. Achso, ja, das geht wieder nicht. Ist ja ein Questgangstein. Wo ich nicht mal weiß... warte, das lassen wir. Wo ich ja nicht mal weiß, ja, wer diese Quest denn gerne gehabt hätte. Hilfsmittelchen, das wäre auch so eine Geschichte, oder? Das kann man... Drogenwasser? Was zum Henker? Drogenwasser. Ernsthaft? Nein. Drogenwasser, warum nicht? Mais hätten wir da. Da können wir nochmal was anbauen. Von der Nuka-Cola-Dingens haben wir auch schon einiges weggesoffen. Muss ich halt wieder mal Steampacks nehmen. So, was hätten wir noch Schönes? Diverses, Munition, Inventar, das müsste wieder passen. Entlassen, was sie damit sich herumtragen. Jo. So, du Goka, warum gehst du nicht? Boah, das ist hell, ne? Irgendwas, was fehlt denn hier schon wieder? Er hat doch Strom, dieser Kackdings. Der Kackbratzen hat ja Strom. Energie ist rot. Aha, das reicht nicht, die 150. Oh. Das ist jetzt aber doof, ne? Das ist jetzt aber nicht klasse. Warte mal, wo war denn das jetzt drin und war das noch hier drin? Na, ne, das war schon, das war doch schon hier, oder? Dieser Volt-Generator-Dings-Generator-Fusion. Den da habe ich gemeint, genau. Was ist das? 500! Superreaktor, ja, boom! Nukleares Material fehlt mir noch ein bisschen. Sollen wir schnell mal die Gänge absuchen? Ob wir hier noch ein bisschen Uran oder so finden. Das könnte man auch machen. Hätten wir den 500er Dingens. Dann brauchen wir allerdings die Powerrüstung wieder. Warte. Weil ohne die traue ich mich nicht vor allem rumspazieren. Dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Und sammeln am besten noch ein bisschen Uran ein. Vielleicht klappt das ja. So, wenn ich... Na, bittest du? So. Danke. Und natürlich Licht. Okay, zuerst Licht. Meine Güte. Dann eben so. Na, nicht so. So. Ja, vielleicht finden wir hier noch schnell auf die Schnelle ein bisschen Uran an. Weil geben muss es hier irgendwo was. So verseucht, wie da alles ist und war und tut. Sein tut. Aber hier, glaube ich, war alles sauber, ne? Dann müssen wir durch die Gänge da hinten latschen und ein bisschen Vault erkunden. Dann machen wir das doch gleich, oder? Schwupp. Jetzt müssen wir hier erst einmal den Dingens finden. Ja. Jetzt können wir auch ein bisschen sprinten. Die Waffe zücke ich auch gleich. Jetzt können wir hier wieder ein bisschen erkunden. Da vorne lebt tatsächlich was. Meierlörkjäger. Es ist nicht zu fassen, oder? Edda? Edda! Bei Fuß! Schau, da drin ist auch so ein wilder Ghoul. Jawohl. Edda, komm! Bei Fuß! Ah, da ist ein Loch. Da steht einer auf. Yay! Der ist aber heftig, ha? Huh? Der ist ordentlich. Die Äther, ne?
Alter, ich triff dich ja. So. Das hoffe ich auch. Na, das hofft man nicht. Also, es gibt keine. Oh, hallo. Servus. Ruhe, ein Skorpionschwörer. Wo kommst denn du her? Na, ich triff nicht. Ich triff nicht. Scheiße. Der wäre sicher wertvoll gewesen. Mist, Mist, Mist. Sobald wir dann wieder aufhören können mit Erfahrungspunkte aufsparen, werde ich unbedingt schauen, dass ich die Ausdauer besser hinkriege. Hurra! Wir haben Uran gefunden. Hurra! Aber zuerst brauchen wir etwas anderes. Und zwar müssen wir hier zuerst die Werkstatt in Schuss bringen. Und dann können wir uns über das schöne Uran hermachen und können dann eine riesen... Schau, da haben wir schon. Östlicher Sektor. Da haben wir schon mal das Zeugs. Perfekt. Aber hier war nichts jetzt drin. Da war so... Nö. Da ist nur Uran. Uran. Nicht Urin, sondern Uran, meine Lieben. Ja. Müssen wir das auch gleich mal klarstellen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier... Scheiße, falsche Richtung. Entschuldigung. Ich wollte sagen, ich habe das Gefühl, dass wir richtig sind. Nein, sind wir nicht. Definitiv nicht. Ich musste echt was mit der Ausdauer machen. Das geht so nicht mehr weiter. Da, 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 da. Da drunter. So, Edda. Edda, bei Fuß. Komm, Edda. Komm. Ja, brave Edda. Weil da unten ist böses Viech. Da, böses Viech. Nein, nichts Panzer. Torso. Jawohl. Jetzt spuckt er gleich wieder. Willst du sehen? Ja, ja, ich hab's gewusst, dass er spucken tut. Er steht auf das Spucken. Edda. Mach mal. Na komm, ist nicht mehr. Wow. Alter Schwede. Jo. Schön, gut gemacht, Edda. Ich wollte noch, stimmt, das wollte ich auch noch machen. Die Steampacks wieder mal aktivieren. Weil ich habe so nichts mehr zum Saufen, nicht mehr allzu viel zumindest. Also, ja, Quee. Auf 1. Ich hatte sie mal auf 1, ne? Ich glaube ja. Ich hoffe es. Dann ist es halt jetzt auf 1. So, weg hier. So, das ist weg da und looten. Trotzig, Radiumgewehr. Der letzte Schuss im Magazin verursacht doppelt so viel Schaden wie normal. Holla, die Waldfee. Aha. Fleisch von Weichschalenmeierlöx. Ja. Ob das da noch zum Essen ist, ich weiß auch nicht. Spart man sich wahrscheinlich den Salat. Ja, ja, servus. Boah, die halten schon was aus, ne? Edda? Walde deines Amtes, meine Teure. Alter Schalter. Gut, einer schon mal hin. Der ist auch schon mal hin. Tschack, tschack. Da hinten ist... eine Meierlurk-Königin und was habe ich? Nicht mit... Richtig! Ich habe keine Atombombe mit. Heilige Scheiße. Verdammte. Die blöde Kuh kommt jetzt nämlich auch noch her. Edda? Alter Schwede.
du mein Leben jetzt? Hallo! Tut man das? Wie hört sich das? Du scheiß Käfer. Du Elendiger. Dreckiger. Mist. Käfer. Noch mehr? Hör auf. Jetzt muss ich mal was saufen. Wow. Du Mistfink. Ich sehe dich. Da. Ich schieß dir ins Gesicht. Ich kann die da nicht durch, Alter. Hat sie gespuckt? Alter Schwede, 30 Jahre später. Ich höre schon wieder die Kinder. Komm, die Alte muss sterben. Na, was willst denn du? Scheiß Viech, erledigt. Ja, Alter. So geht das aber nicht. Unfassbar, diese Viecher. Vierti! So, muhaha. So muss das ausschauen. Weg ist sie, die Alte. Was? Jetzt ist aber genug. Alter, Mistviech. Ein lästiges. Oh, Dankeschön. Das hast du gut gemacht, Alte. So. Na, du schicke Kratlerin. Glaube ich sowas, echt. Was da herunten alles wohnt. Da wollen die hier eine Vault bauen. Freilich. Was haben wir denn da? Ostsektor. Ja. Gut. Ja, gut. Und weiter. Ei, da haben wir ihn. Aktiviert da. Da 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 da. Wunderbar. Mua. Das heißt, wir können verwerten. Wir brauchen eh Klumpert. Ich räume da mal kurz auf. Und dann gehen wir nebenbei fix Uran suchen. Uran, Uran. Da will ich gar nicht rein. Das ist nass, kalt und dunkel und schier. Halt. Was haben wir da? Nix. Okay. Mit. 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 Nehmen wir alles mit. Kann man die auch verwerten? Ah jo. Alles mitgenommen. Alles mitgenommen. So, verwerten, verwerten. Gibt es irgendwie Schutthaufen hier, die verwertet werden können? Na. Aber wir brauchen eh also Stahl und Klumpertwerk ohne Ende. Puh, wie viele Kisten gibt es denn da noch? Ja, Beton nehme ich auch gern mit. Ich hätte aber vor allem gerne Uran gehabt. Mit U. Oder irgendwas nukleares Dingens halt. Ich traue mich da gerade nicht weiter. Ich habe echt ein bisschen Bammel, dass ich da mitsamt der Bauerrüstung versinke. Und dann kriege ich unsere tolle, super tolle Bauerrüstung nicht mehr raus. Aber da oben war ja irgendwo Uran. Und dieses Uran, das nehmen wir jetzt mit. Halt, hier haben wir noch Zeugs. Zeugs, Graffel und Klumpert. Zeugs, Graffel und Klumpert. Was ist das? Servus. So, nehmen wir mit. So. Da ist eine Tür, die können wir auch verwerten, wie schön. Das können wir alles? Echt? Das ist aber supi. Machen wir doch gern. Da können wir theoretisch irgendwie so ein Lagerdingens draus machen. Oder ein Büro, so irgendwas halt.
Und dahinter, da könnten wir theoretisch ein Klo oder so machen. Oder die Buchhaltung. So. Schön ausgeräumt. Komm her, Uran. Nukleares Material. Nehmen wir alles gerne. Oh mein Gott. Ich habe gerade wieder mal einen Blödsinn gemacht. Entschuldigung. Ich brauche meine Waffe. Edda! Ja. Boah. Oder so. Ja, ich hab's gewusst, dass der mich sieht. Au. Gehört sich das? Nein. Du bist Viech, du Elendix. Boah. Au. Wieso kannst du hier raus? Na hier muss ich nachladen. Das ist hier ganz logisch. Ja, Edda, schalten wir sie aus. Ja, und ist schon vorbei. Danke. Du kannst gleich da bleiben, meine Hübsche. Boah, das hat gekostet. Schnell ein Steam-Paket verschluckt. Runter damit. Da ist sicher noch hier ein Kratler, oder? Da, Baumenü. Entsorgen. Oh Gott, wie schaut's denn da aus? Gut, Merksatz an uns selbst. Uran haben wir hier mehr als genug. Boah, da knistert sie gleich. Boah. Da oben. Wohl doch, da ist was. So, da drüben hätten wir noch was. Da wäre Kalk, also Beton. Und da hätten wir auch noch haufenweise Nukleares gelumpert. Da ist auch noch mehr davon. Da auch. Da ist sicher eine Wand, die wir rausfetzen können, ja. Hallo? Edda? Mach mal was. Die Edda ist natürlich wieder mal unterwegs. Alter. Ja? Ja? Hallo? Nicht nett. Edda, du kannst ruhig mal die Bomben knallen lassen oder so. Halt, wo steht die denn hin? Ich hoffe. Au! Du Kratler. Kackviech, elendiges. Ja, du bist auch dahin. Passt. War da gerade ein Bachpott? Habe ich das gerade richtig erkannt? So ein ekelhaft schicher Bachpott? Tschüss! Du grausliches Viech, du Schirks. So, der Part ist auch bald zu Ende. Muss ich mal nachschauen, mal glubschen, ne? Wie weit wir da schon sind. Ja. Da unten ist ein Bachpott. Ich habe den Gradler gesehen. Da schau mal. Und der ist eingeschaltet. Nix gut. Ich werde vorher noch das Uran und den Kalkstein hier noch mitnehmen. Boah, das ist eine große Kalkstein-Dingens, ne? Da haben wir auch noch was. Da ist auch noch was. Da haben wir auch. Auch was. Hier ist sowieso. Da drüben habe ich vergessen, ne? Ich bin ja so schlau. Ach, da musst du so genau schauen, dass du nichts übersiehst, ne? Übersehen, 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 tun, tun, tun. Was? Da ist was? Hör auf. Wo? Nur in der Nähe, ne? Ja. Die nächste Wand, die verschwindet. Boah, ist das groß. Tschüss. Ich habe keine Ahnung, wohin zuerst. Ich würde sagen, da unten, ne? Den wachen Pott da unten ausschalten. Ah, das wird der Gaude. Edda! Wo ist denn schon wieder hin? Furt. Ich habe gerade irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Das heißt, ich speichere mal. So. Bestätigen.
Und dann probieren wir unser Glück. Ich höre die Edda. Und ich schieße den mal in den Torso. Ja, das hat super viel gebracht. Die Edda, ne? Viele Raketen. Da. Alter Schwede, ne? Bam. Au. Geht's dir gut? Oh, okay, dann geht's gut. Boah. Ja, ja, ist schon gut. Du Mistviech. Bam. Jawohl. Gut gemacht. Er schafft Zeiten ein. So ein Krawall machen. Passt. Das nehmen wir da mit. Dass die nicht leise sterben können, ha? Oder explodieren können. Immer leise. Psst. Und ohne Schaden anzurichten. So, was hast du denn Schönes? Nix. Achso, weil ich so nicht looten darf. Warte mal kurz. Warte mal ganz kurz. Das nehmen wir noch schnell mit. So, da drüben haben wir auch noch ein paar Zettel. So. Haben wir hier jetzt endlich mal alles Radioaktive? Nö. Scheinbar nicht. Da scheint noch irgendwo was zu... Ah, na, ja, ober mir, ne? Ist logisch. Und jetzt heißt es, ist Ruhe. Jetzt ist Ruhe. So, na? Was hast du denn Tolles? Danke. Brenn nur schön weiter hier. Hast dir Zeit. Alter Schwede. Ja, ja, da haben wir schönes Material dann für die nächste Folge. Was? Hier ist auch... Natürlich ist hier was. Also auf dieses radioaktive Dingens da ist Verlass. Da findet man gleich das nötige Uran an. So, komm her. Tack. Jetzt müsste es wieder ruhig sein. Jawohl. Da haben wir noch Kalkstein. Ein Kalkstein. Da oben ist da noch was. Da schau mal. Da haben wir ihn schon gefunden, den Schuft. Da haben wir auch noch was. Da oben ist auch noch was. Ja, bist du gescheit. Hallo. Grüße. Na, willst du? Boom. Hallo. Wo ist die gute Edda? Die ist gut gestorben. Ah, die Edda schießt schon wie die Bömpchen. Na, komm, irgendwie. Der ist auch angeschossen. Nicht so. Dann halt nicht. Nachladen 3 Jahre, ja? Boah. Tschüss. Ist das das jetzt schon gewesen? Schaut aus. So, Maulwurfsrattis. So, das müsste es gewesen sein. Dann gehen wir wieder ins Baumenü. So, weg mit dem Kalkstein. Der Kalkstein muss weg, der Kalkstein muss weg. Lalala. Na, komm, Urin. Was? Was? Oh, hallo. Servus. Ich habe jetzt keine Waffe draußen, aber jetzt. Schau mal. Das macht man nicht, du Mistviech. Man geht keine wildfremden Leute angreifen, hörst du? Da. So, da über uns müsste irgendwo was, oder unter uns, neben uns hier. Alles weg damit. Alles weg damit. Das hier auch. Irgendwo knistert's. Okay, war ja das gemeint. Na komm, weg damit. Hier auch, weg damit. Da auch weg damit. Was haben wir hier noch Schönes?
Ein Kickball. Ja, das heben wir gleich auf. So, das auch noch weg. Sind wir jetzt schon fertig, oder wie? Wo? Und das hier? Ist nix. Ein Gang, aber da kommen wir nicht drauf, oder? Das war anscheinend für die Maulwurfsrattis. So. Die Vergangenheit, das nehmen wir alles mit. Oh, da hast du recht. Und der Part ist halt auch wieder zu Ende. Na gut, dann würde ich sagen, wir beenden den hier mal und werden im nächsten Part zurückkehren. Jo. Na gut, ihr Lieben. Boah, Zeitung noch ein bisschen gelumpert hier. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!